Es ist schön, dass sich nach so langer Zeit der Abstinenz Menschen wieder versammeln dürfen. Eine Menschenansammlung gab es auch am gestrigen Abend auf dem Golfplatz in Zwickau. Mit viel Spannung erwartet fand die Teampräsentation des Bundesliga-Aufsteigers BSV Sachsen-Zwickau statt. Ehe der offizielle Teil startete, tauschten die Mädels den Handball gegen einen Golfball und begaben sich unter fachkundiger Anleitung vom Geschäftsführer und Golflehrer Roland Meyer aufs Grün. In der Begrüßung der Anwesenden bemerkte Roland Meyer, dass sich die Mädels beim Schnuppertraining recht gut angestellt hätten und er da durchaus Potenzial sehe. Moderiert wurde die Mannschaftspräsentation von Annette Wölfel gemeinsam mit Norman Rentsch. Nach und nach wurden die Spielerinnen mit ihren Positionen vorgestellt. Los ging's mit denjenigen, die schon lange Bestandteil des Teams sind. Joy. Nein, also wie gesagt, Joy ist ja unser Urgestein hier. Und also wer Joy jetzt noch nicht kennt, das ist jetzt gefühlt seit 15 Jahren hier. Und Joy ist eigentlich zu 100% immer Verlass, auch in der Mannschaft immer eine ruhige Person, zu der man mit allen Problemen hingehen kann. Und ja, ist halt einfach unsere Mami auch ein bisschen hier. Also, Diana ist unser isländischer Hammer. Also, ich glaube, wer schon mal öfter die Spiele gesehen hat, der weiß, was Diana für einen wahnsinnigen Schlagwurf drauf hat. Und des Öfteren wissen wir auch gar nicht, ob Diana überhaupt Nerven hat, weil sie hat wirklich ein Pokerface und ist auf dem Spielfeld auf jeden Fall sehr beruhigend, wenn sie neben einem steht. Gespannt sein darf man auch auf die vier Neuzugänge, welche wir Ihnen bereits in den zurückliegenden Tagen und Wochen vorgestellt haben. Die Rede ist von Nele Kurzke, Anna Frankova, Chantal Wick und Emma Ravatin. Wie gefällt es dir hier in Zwickau? Keine Berge? Ja, ich habe das gehört, das Erzgebirge sei so ein bisschen, kann man sich ranpassen oder die Sächsische Schweiz. Ich schaue es mir mal an. Soweit gefällt es mir ganz gut. Ich bin erst eine Woche hier, aber ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen von den Mädels und habe auch gemerkt, die Leute hier sind sehr offen, freuen sich, dass ich hier bin. Das freut mich natürlich auch. Und ich bin gespannt, hier das Ganze drumherum auch immer mehr kennenzulernen. Wichtig war dem Trainer gestern auch die Arbeit der Menschen hinter dem Team zu würdigen. Es sind all diejenigen, die sich um das Wohlergehen und die Gesundheit der Spielerinnen kümmern. Immer wieder fehlt dabei der Begriff Familie. Zur Familie gehören auch die oft langjährigen, aber auch neu hinzugekommenen Sponsoren, ohne die alles nicht funktionieren würde. Finanzielle Mittel zur Verfügung stellen ist die eine Seite, aber viele von ihnen bringen die Spielerinnen auch in Brot und Lohn. Emotional berührt war am gestrigen Abend auch die Präsidentin. Also ich muss sagen, ich freue mich unwahrscheinlich, dass so viele Leute, so viele Sponsoren und Fans heute hierher gekommen sind und mit uns die neue Mannschaft zu präsentieren und dabei sein zu können, ist einfach nur schön. Es war ein harter Weg. Ihr habt den Aufstieg geschafft und Chapeau. Es ist eine tolle Truppe, die jetzt hier steht. Und was sind eure Ziele jetzt? Ja, also zum einen Ziel ist natürlich, dass wir sportlich in der neuen Saison auch gut durchkommen, dass wir wirklich die Liga halten können. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben Neuverpflichtungen, wir haben erfahrene Spielerinnen, wir haben aber auch junge Spielerinnen, die sich natürlich auch freuen auf so eine Aufgabe. Insofern heißt es Klassenerhalt. Das ist unsere wichtigste Aufgabe, die wir dieses Jahr lösen wollen. Es sind zum einen die Trainer, es sind Sie als Präsidentin, aber es sind auch viele Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Ja, auf alle Fälle. Ohne die geht es gar nicht. Ne? Die Leute, die im Vordergrund stehen, wie die Trainer und natürlich auch die Sportlerinnen, die sieht jeder. Aber im Hintergrund arbeiten so viele Helfer und denen ohne die ginge es nicht. Und ja, die haben einen großen Anteil daran, was wir jetzt wirklich geschaffen haben. Wenn heute hier die Feier vorbei ist und die lassen es bestimmt noch richtig krachen, wie geht es dann weiter? Ja, also das Training hat ja schon begonnen und die Mädels trainieren. Es wird ein Trainingslager geben, es wird auch noch mal eine kleine Urlaubsunterbrechung geben, sodass die Mädchen ja hoffentlich gut vorbereitet in die Saison starten können. Und Sie freuen sich natürlich, dass irgendwo nach dem harten Kampf der Stadtratsbeschluss kam und die neue Halle gebaut wird. Ja, das freut uns natürlich sehr. Wir hoffen auch darauf, dass das Ganze auch wirklich umgesetzt wird. Wir warten jetzt noch auf die Zusage der Fördermittel. Aber wenn die Stadt signalisiert, dass sie da positive Infos vom Freistaat bekommen hat, dann ist eigentlich der Weg frei. Und ja, das ist ja Begeisterung pur, sage ich einfach nur.
Am Ende gab es viel Applaus und man ging zum gemütlichen Teil des Abends über. Dann freuen wir uns auf den Start der BSV-Mädels in die erste Bundesliga und hoffen auf solche Jubelbilder wie beim Sieg über TuS Lindford, mit dem man den Aufstieg klargemacht hatte.